Das ist einfach geil. Wie war es denn heute gegen Tim Wiese, die zwei Tore zu machen? War das in dem Moment, hat man das auf dem Schirm, dass da einer kommt, der Ex-Nationaltorwart ist und 120 Kilo hat? Oder siehst du bloß einen Ball? Also in dem Moment habe ich bloß den Ball gesehen. Ich meine, die Bälle, die waren alle von außen reingespielt. Ich habe eigentlich bloß nur den Fuß hinheben müssen. Das war eigentlich alles. Beim ersten nicht, nee. Da habe ich sogar meinen Schwachen genommen. Du hast vor dem Spiel dankenswerterweise angekündigt, dass Tim Wiese Albträume haben wird. Freust du dich jetzt, Teil der Tim Wiese Nächte zu sein? Ich weiß nicht, ob er von mir träumt, aber das müssen Sie, glaube ich, selber fragen. Ihr hattet die erste Hälfte gleich zu Anfang eine kurze Situation, wo ihr aneinander geraten seid. Was hat er dir da gesagt? Ob ich so ein Sprücheklopfer bin eigentlich. Da habe ich gesagt, ja, mei, das ist eine kleine Fahrt zu der Leute, die haben wir in der Kreisliga, haben wir das wöchentlich. Hast jeden Sonntag. Du bist, glaube ich, in der zweiten Halbzeit erstmal kurz rausgegangen, oder? Ja. Ich bin seit einer Woche extrem erkältet und kriege kaum Luft. Dann habe ich zum Coach gesagt, 5 Minuten, 10 Minuten noch und dann ist bei mir aus. Muss ich raus. Und dann bin ich raus, ja. Aber dass du wieder gekommen bist, das war dann der Wiese-Effekt, oder? Ich hätte nicht gedacht, dass ich wieder komme. Aber dann sind ein paar Verletzungen gekommen bei uns und dann hat der Coach gemeint, geh nochmal rein, mach nochmal eine Kiste. Die Jungs von der Bank haben gesagt, mach nochmal eins und ja. Das haben wir geil rausgespielt. Da habe ich bloß noch reinschieben müssen. Wobei ich weiß gar nicht. War er knapp, oder? Er war da, aber. Super. Ich glaube, der Ball war drin, gell? Letzte Frage. Wirst du jetzt in Hauensheim in dieser Saison nochmal irgendwo ein Getränk zahlen müssen? Ich glaube, ich muss einiges an Alkohol zahlen, ja. Und das wird nicht wenig sein. Zeitungsbier? Zeitungskisten werden das wohl werden, ja.